schlimm. Also Raubkopien oder Runterladen und diese ganze Scheiße. Ich meine, es ist unser Brot, was wir jeden Tag verdienen. Und für einen Künstler ist es tödlich. Das heißt, die Gruppe, egal wie gut sie ist, egal was für geile Musik sie macht, sie wird es dann irgendwann mal nicht mehr geben. Und aber wir haben zum Glück Fans, die uns in dem Ding unterstützen. Aber ich finde, es sollte noch mehr eingegriffen werden, dass sowas nicht mehr passiert. Woher kommt aber dieser fehlende Respekt vor geistigem Eigentum, diese Kostenlos-Mentalität? Ich denke nicht, dass es ein fehlender Respekt ist. Ich denke allgemein, dass es der Euro ist, dass jeder knapp bei Kasse ist. Aber entschuldige, wenn dann nicht die Single, dann kauft ihr bitte das Album oder geht zum Konzert oder sonstiges, weil ich finde es traurig. Ich denke mal, das ist einfach, die Musikbranche sieht halt heutzutage, aber überall in der ganzen Wirtschaft sieht es heutzutage aus. Aber man kann trotzdem was unternehmen. Aber ich glaube schon, dass auch das Internet sehr verleitet. Wenn man dann schon dran sitzt und denkt, okay, ich lade mir jetzt einen Song runter und dann, ach nee, komm, dann lade ich dann doch das Album. Ich glaube schon, dass es ein großer Aspekt ist.